Hallo Freunde und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute zeigen, wie Sie Arduino-Projekte mit stromunabhängigen so Solarzellen-Modul betreiben können. In meinem Fall besteht das alles aus folgenden Komponenten. Ich habe hier eine Solarzelle, das ist eine 6 Volt Solarzelle, 3,5 Watt, es ist ungefähr 580-600 mA. Ich habe hier ein DC-DC Step-Up Booster, also Strombooster, oder man kann auch Wandler das Teil nennen. Ein TP4056, das ist ein Lademodul und Tiefentladungsschutz für Lithium-Akku und ein Lithium-Akku von einem Samsung-Handy, glaube ich, ja. Von einem Samsung-Handy, 800 mA. Und dazwischen habe ich einen Schalter da angeschlossen. Wie Sie sehen, liefert die Solaranlage, in dem Fall nenne ich das so, stabile 5 Volt. Das habe ich alles schon getestet und an dem System hier an der Stelle, für diejenigen, die das wahrscheinlich nicht genau wissen, habe ich ein USB-Kabel angeschlossen mit einem Arduino-Modul. So, und so hat das ganze System ja ungefähr eine Woche gelaufen. Was ich für so ein Modell, also ich kann empfehlen, also falls Sie so etwas Ähnliches selber zusammenstellen möchten, dann empfehle ich auf jeden Fall eine stärkere Solarzelle zu kaufen. Das, was ich hier habe, reicht nicht aus. Also es muss nicht 3,5 Watt sein, sondern gleich 6, also oder nicht 500, 600 mA, gleich 900 oder 1000 mA, dann wird es sauber funktionieren in dem Fall. Also 800 mA Lithium-Akku reicht aus, falls es ständig aufgeladen wird. Ja? Was auch wichtig ist, wenn so ein System funktioniert, also ich drehe das jetzt so rum, dann muss man unbedingt eine Diode hier im Plusnetz einpflanzen. Ich habe hier so eine ganz normale Diode angeschlossen. Ich würde eine Schottky-Diode nehmen. Also die haben dann weniger Widerstand. Und die Anlage dann bekommt etwas mehr Strom. So, wie gesagt, das habe ich schon alles getestet, hat alles prima funktioniert. Aber wenn es die ganze Woche draußen keine Sonne kommt, dann wird das schon knapp. Von daher, wenn Sie selbstständig so ein System aufbauen möchten, dann empfehle ich auf jeden Fall mehr Energie für eine, mehr Power für eine Solarzelle. Übrigens, ich habe meine selbstgebastelte Batterie auseinandergebracht, damit Sie sehen können, anhand der Kabelfarben, wie ich das alles angeschlossen habe. Und das war alles in der Kiste hier, in dem kleinen Gehäuse. So, falls Ihnen das Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Oder vergessen Sie sich nicht, auf meinen Kanal anzumelden. Danke, dass Sie das angeschaut haben. Ciao.